Willkommen, mein Name ist Andreas Klamm-Saberort von Liberty and Peace Now, einem internationalen Medienprojekt für Menschenrechte seit 2006. Und in dieser Reihe konnte ich auch mehrere Bücher veröffentlichen, insgesamt 9 Bücher. Eines in der Hauptreihe sehen Sie jetzt, Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters. Das Buch können Sie in jeder Buchhandlung und natürlich auch bei den bekannten Online-Buchhandlungen wie buch.de, libri.de oder bei amazon.com, amazon.de, amazon.co.uk erhalten. Mehrere Informationen, ausführliche Informationen dazu gibt es im Internet bei radio-tv-info.org. Ich sage noch einmal die Adresse zum Mitschreiben. Ausführliche Informationen zu meiner Buchreihe mit 9 veröffentlichten Büchern zum Thema Menschenrechte, Politik, Gesellschaft und Soziales finden Sie bei radio-tv-info.org. Die Sonderreihe und Bildungsreihe Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Artikel 13. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen. Jeder hat das Recht, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen und in sein Land zurückzukehren. Damit ist wohl das Land gemeint, in dem sie geboren sind, beispielsweise Frankreich, Großbritannien oder Deutschland. Eine sehr wichtige Regelung, die in Artikel 13 festgelegt wurde, im Jahr 1948 von den Vereinten Nationen, United Nations, damals noch mit rund 52 Staaten, inzwischen sind es eine ganze Reihe mehr Staaten. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist universell und weltweit gültig und möglicherweise haben Sie schon von den Initiativen zur Einhaltung und Wahrung der Menschenrechte in Deutschland gehört, wenn es um die sogenannte Residenzpflicht geht. Genau das tangiert auch den Artikel 13. Denn die Flüchtlinge und Asylsuchenden, also Menschen, die verfolgt werden in anderen Ländern, entgegen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, berufen sich genau auf diesen Artikel 13 und fordern auch die Einhaltung von Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in Deutschland. Nämlich, damit garantiert ist, dass auch Asylsuchende und Flüchtlinge, Menschen, woher auch immer sie kommen mögen, aus welchem Land und welche Hautfarbe, welche soziale Stellung, das spielt alles keine Rolle normalerweise nach dem Ideal der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Denn Artikel 13 garantiert, jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen. Jeder hat das Recht, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen und in sein Land zurückzukehren. Das ist Artikel 13. Und dieser Artikel 13 ist universell und weltweit gültig, auch in Deutschland. Natürlich wissen wir, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist das Idealdenken. Deutschland ist ein Entwicklungsland in der Beziehung, natürlich nicht wirtschaftlich betrachtet, sondern in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, wenn es darum geht, diese einzuhalten und auch zu wahren. Deshalb ist es gut, wenn eine internationale Gemeinschaft aus möglichst vielen Menschen engagiert ist und darüber wacht, damit die junge Pflanze der Demokratie in Deutschland wachsen kann. Etwa 65 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist die Arbeit noch nicht getan. Es gibt viel Arbeit. Und das Engagement für Menschenrechte ist viel Arbeit. Es ist auch nicht immer einfach. Es gibt schon mal die ein oder andere Drohung bis hin zur Morddrohung für die Menschenrechte, wer für die allgemeinen Menschenrechte engagiert ist. Das können eine Vielzahl von Menschen bestätigen, auch aus Nürnberg. Man muss da gar nicht so weit reisen. Diese Fälle werden dann bei der Kriminalpolizei, bei der Polizei dokumentiert. Auch das ist wichtig. Und einige dieser Fälle werden natürlich auch im internationalen Medienprojekt für Menschenrechte Liberty and Peace Now Human Rights Supporters dokumentiert oder beispielsweise auch bei Amnesty International, bei Artikel 19, bei einer Vielzahl weiterer Organisationen oder auch bei der ACLU in New York City. Viele Grüße an die Kollegen von der ACLU in New York City oder natürlich auch bei weiteren Vertretungen der ACLU in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Es gibt eine Vielzahl von Menschenrechtsorganisationen, so beispielsweise auch Per Aspera von Michael Heise, große und kleine Menschenrechtsaktivisten, und diese gehen große Risiken ein, damit wir eine bessere Welt und eine bessere Zukunft, natürlich auch in Deutschland, erleben können. Artikel 13, die Einhaltung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte macht das möglich. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen bei Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters. Weitere und ausführliche Informationen gibt es bei www.libertyandpeacenow.org. www.libertyandpeacenow.org. Mein Name ist Andreas Lamsaber und bis zum nächsten Mal bei Radio TV, IBS Liberty und Liberty and Peace Now.